Hui, da habe ich ja mal gefühlt alles auf der Hand, was ich brauche, wa? oh, okay, das kann interessant werden, je nachdem, was er damit jetzt anstellt. Finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so geil, weil ich hasse tatsächlich gerade mit so einem Deck wie Kashtira gegen Labyrinth zu spielen. Das ist einfach nicht schön. Oh Gott, ich muss Geld. Das war heute ein sehr harter Tag auf der Arbeit, meine Güte. Habe ich schon mal gesagt, dass ich... Ich mag eigentlich Kinder, ne? Eigentlich mag ich Kinder. Aber heute habe ich Kinder wirklich ziemlich gehasst. Es klingt echt hart, wenn ich das sage. Und ich, wahrscheinlich wird es den einen oder anderen irgendwie wehtun, wenn ich das sage. Aber es ist einfach so. Es ist einfach so. Ja komm, dann nimm mir eine Karte aus der Hand, mein Lieber. Im Endeffekt egal, was du mir aus der Hand nimmst. Oh nein, nicht mein Unicorn. So, dann nehmen wir noch einmal hier Crow. Hat nämlich sein dämliches Big Whale Come getargetet. Das werden wir einfach mal banishen. Ich möchte jetzt nicht, dass er das direkt wieder setten kann. Kriegt ja nochmal wieder Advantage. Jetzt hat er im Moment eine Karte verdeckt. Und das ist Endphase. Ja gut. Eine Karte verdeckt plus... Naja, je nachdem... Je nachdem, was er dann noch alles so am Stiesel hat. Dann schauen wir doch einfach mal. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einem mutantalten Fenrir. Ist das fein, mein guter Herr? Ist das fein? Es ist fein. Okay, dann search ich doch einfach mal. Da gibt's eine Ash. Das ist gar kein Problem. Ich habe nämlich alles andere schon in meiner Hand. Das ist das Grandiose daran. Ich habe alles andere schon in meiner Hand. Ja, du, ne? Aktiviere ich doch einfach mal den wunderbaren Effekt und panisch einfach mal dich. Weg mit dir, Kollege. Ja, Gönnung. Dann haben wir hier unsere wunderbare Geburt. Die Barrier. Okay, ich meine, ich muss jetzt nicht unbedingt Xyz Monster beschwören. Ich kann auch einfach so angreifen, das geht auch. Ich meine... Ich bin jetzt nicht wirklich dazu verpflichtet, die und die Sachen zu machen, nicht? Du. Nehmen wir einfach mal das hier. Bam, hauen dich mal aufs Board drauf. Dann würde ich sagen, machen wir noch einmal hier Geburt und specialen uns doch einfach mal unser Einhorn. Ja, ja. Alles schön und gut. Dann kommt einmal Ogre. Ogre holt uns die Trap. Und dann noch einmal Unicorn. Damit holen wir uns noch einmal die wunderbare Geburt. Falls er uns die hier zerstören sollte. Naja, und damit bin ich bei 6000. Damit bin ich bei 6900. 7000 noch was. Dann würde ich einfach mal sagen, machen wir das doch jetzt einfach nochmal so. Nehmen wir jetzt nochmal den Rysard. Special den hinterher. Und dann greifen wir an. Kommt jetzt darauf an, was er noch alles in der Hand hat. Aber irgendwas, was er noch aktivieren kann. Das, was mir halt jetzt nicht unbedingt gefällt. Aber wir gehen aber mal rein. Ogre greift zuerst an. Und das war's. Okay, also selbst wenn er mir jetzt eine D-Barrier reindrückt, wenn er nichts anderes auf dem Board hat, dann ist es vollkommen egal. Yay. Jo. was soll ich machen? Ich kann keine Spells aktivieren. Ich kann keine Monster specialen. Danke, Valence. Danke, Floodgates. GG, wunderbar. Aufgeben! Neue Runde, neues Glück, noch eine Wahnsinnsfahrt. Da würde ich mal sagen, ja, du, wir können jetzt nicht so unfassbar viel machen, aber wir werden das Beste rausholen, glaube ich. Wir werden das Beste rausholen. Unicorn! Unicorn-Effekt! Searchen uns einmal die Geburt, dann werden wir hinterher einmal unseren Aufgestiegenen droppen. Mit den beiden geht's dann einmal in einen Shangri-Ira. Ach man, das ist jetzt wieder so eine dämliche Situation. Ich würde es gerne machen, aber irgendwie auch nicht. Aber wir machen's. Wahrscheinlich bleibe ich im Endeffekt dann auf einem Shangri-Ira sitzen, ohne dass ich irgendwie großartig was anderes machen kann. Und muss hoffen, dass Called By und Maxi dann eben regeln, aber, ich weiß ja nicht.
Die Geburt wird aktiviert, Cold Bay wird verdeckt gesetzt und dann ist er dran. Dann haben wir auf jeden Fall einmal Kashtira Shangri-La Effekt. Imperm, du kleines Sackgesicht. Haben wir schon gedacht, dass sowas kommt. Dann sind wir aber auch schon mal direkt dreist und hauen einmal Maxi hinterher. Oh, Mermelio, okay, okay, jetzt wird's spannend. Es wird auf jeden Fall ein bisschen gespecialt werden, denke ich mal. Nicht so unfassbar viel, aber ein bisschen was. Außer er geht jetzt wirklich für Game, weil wenn er nämlich die Combo komplett durchzieht, dann könnte er für Game gehen. Perfekt. Nehme ich. Gib mir noch einen Draw. Ja. Oh, nochmal Maxi, fantastisch. Jetzt aktiviert er wahrscheinlich seine Trap, gehe ich mal von aus. Oder er geht erst in eine Strenna. Oder, nee, warte mal, er müsste erst in eine Jasmine nochmal gehen. Die braucht er ja auch noch, wenn er den Kram machen möchte. Aber Jasmine kann er, glaube ich, erst machen, wenn er zwei Pflanzenmonster hat, was er gerade nicht hat. Was unter Umständen drin wäre hiermit? Ja, damit hätte er nämlich ein Pflanzenmonster am Stessel. Nee, oh, okay, okay. Nochmal Called By, fantastisch. Bitte keine Mermelio. Oh, nein, das ist ja gefühlt noch schlimmer. Oh. Jetzt muss er eigentlich nur noch großen Damage draufkriegen. Du Arsch. Du Arsch. Er geht in die Battle Phase. Wird es am Ende noch dazu kommen, dass da ein Zeus liegt? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das wäre ziemlich doof. Triple Tactics, das ist ehrlich gesagt noch ein bisschen fantastischer, das gefällt mir sogar noch mehr. Das Problem ist tatsächlich in diesem Fall die dämliche Refligia. Die Refligia, die macht mir ein bisschen was kaputt, weil ich nämlich auf diese Weise das Problem habe. Ich kann meine Kashtira-Monster einfach nicht ordentlich aufs Board kriegen. Wobei es eigentlich nur eine einzige Interaction ist. Ah, ich glaube, da kriegen wir schon was hin. Ich muss an einen Riceheart rankommen und dann können wir tatsächlich ein bisschen was machen. Erstmal das, wir werden nochmal ein paar Karten tief graben. Da haben wir doch unseren wunderbaren Riceheart. Den wollte ich haben, das ist es, was zählt. Wir nehmen unseren Riceheart. Okay, dann aktiviert er diesen wunderbaren Effekt. Das darf er gerne tun. Dann würde ich mir nämlich jetzt einfach mal ein Monster snacken. Welches können wir denn da nehmen? Refligia oder irgendein anderes? Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht. Es gibt ja immerhin die ein oder andere Protection, die ja die Monster haben. Aber wenn ich die Refligia kriege, wäre das super. Okay, damit habe ich ja schon mal gar kein Problem. Hast du noch irgendeinen anderen Effekt? Nein. Nee. Okay, du hast keinen. Dann würde ich einfach mal sagen, ich normal einfach mal unseren Fenrir durch den Effekt von Birth. Dann kommt der Kram. Er möchte jetzt ein Monster Special und zwar Mermelio. Dann würde ich in diesem Fall einfach sagen, machen wir einmal einen auf Didi Crow. Kann er gerne wegkriegen, gar kein Problem. Nix dagegen, ist alles vollkommen okay. Dann hole ich mir einfach mal Unicorn. Fantastisch. Dann, was könnten wir dann denn machen? Dann haben wir hier unseren tollen Riceheart. Den special ich da auch nochmal hinterher. Der hat 33 Karten in seinem Deck. Ich glaube, ich könnte da ein bisschen was Böses anstellen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Searchen möchte ich mir noch einmal mit Fenrir. Noch ein Riceheart. Noch einmal mit Unicorn. Hole ich mir nochmal Birth. Und dann gehe ich, glaube ich, erst einmal in die Battle Phase. Wobei ich dich sogar zerstören könnte, indem ich dich einfach crashe. Machen wir das doch so. Guck mal, wir werden dich mal crashen. Auf diese Weise verlierst du auf jeden Fall schon einmal deine Refligia. Das ist fantastisch. Dann geht's einmal hier rein. Ich aktiviere den Effekt von Fenrir und ich banische einfach mal unseren Shangri-La.
Dann möchte ich wiederholt angreifen und greife dieses Mal auf Arachnocampa an. Rysard wird einmal die gute alte Sarah hier vernichten. Und Unicorn hat dann noch einmal die Aufgabe, sich um das letzte verbliebene Monster zu kümmern. Bevor wir das tun, werden wir aber noch einmal eine Karte aus seinem Extra-Deck banischen. Und dann nehmen wir... warte mal, so ein Zero Boros. Ich möchte jetzt nicht, dass er auf so ein Zero Boros kommt. Der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Auch so eine Strenna oder sowas. Das ist ja auch okay, aber... Nee, es gibt Dinge, die möchte ich nicht. Mainphase 2. Dann würde ich mal sagen, gehe ich einfach mal... Nee, ich würde sagen, wir belassen es einfach mal dabei. Wir werden Rysard trotzdem einmal den Effekt aktivieren und einen Ogre banischen. Okay. Und dann... Handsize, würde ich sagen, packen wir mal dich weg. Er hat jetzt leider diese wunderbare Karte in seinem Griff. Damit kann er was anstellen, aber ansonsten, ja, du kommst drauf an, was er da noch alles auf seiner Hand hat. Wir brauchen keine XC-Summons, wir können das auch so. Okay, dann droppen wir erst einmal Maxi. Ich möchte ja nicht, dass er unter Umständen jetzt denkt, der kann alles machen. Und jetzt kommst du? Eine Sarah? Du, nix dagegen. Ich banische gerne die Sarah. Dann kannst du nämlich auch nicht wirklich was mit der anstellen, wenn du die jetzt gleich linken solltest. Haha! Endphase. Okay. Ja gut, was willst du da auch machen, ne? Da war jetzt einfach keine wirkliche Möglichkeit mehr. Und er gibt auf. Perfekt. Ich brauche keine Xyz-Monster. Okay, ich habe Shangri-La am Anfang gemacht, aber nur weil ich nicht mehr konnte. Aber wir brauchen keine Xyz-Monster. Big Booty Bitches. Das ist es, was wir brauchen.